Kawabanga und herzlich willkommen zu Rocket League. Ich bin Mel von Spielzusammen mit Keggy und Ricky und Fully. Hallo, ich bin Hallo. Der Keggy. Na? Ich bin Fully. Na? Wir müssen eigentlich auch, wie bei, kennt ihr das von der COD-Szene hier auf YouTube, dass irgendwie jeder immer so eine abgefahrene Begrüßung hat und sie das auch in so Gruppenvideos, wenn die das machen, dass jeder dann seine Begrüßung abspielt. Kennt ihr das noch? Ja. Okay, warte. Ich fang an, ja? Okay. Kawabanga, ich bin Maeve. Guten Tag, ich bin Keggy. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, ich bin Ricky Mania. Kennt ihr das? Ich bin Fully. Did you know? Großartig. Das war schon mal eine gute Begrüßung. Da war das cringy. Aber ein bisschen lang, ne? Aber gut die Ladezeit rumgebracht. Ja, auf jeden Fall. Wieso haben wir das jetzt nochmal gemacht? Ich habe überhaupt nicht zugehört. Weil die COD-Szene früher das so gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, aber früher haben die das auf jeden Fall gemacht. Das Hallihallo, Hallöchen, Leute, das habe ich jetzt schon seit 2010. Ne? Ich mache jetzt schon 7 Jahre lang diese Begrüßung. Ey, das freut mich. Mal eine blöde Frage. Das erinnert mich voll an die Begrüßung von Emero. Ist das daran angelehnt oder sowas? Der hat ihn ja früher geschaut, denke mal. Ja, schon, ne? Da das ist das tatsächlich angelehnt. Okay. Hier in der Mitte! Hallo, oh, Keggy, hallo! Ja, genau deswegen! Genau deswegen, ja! Habt ihr den gesehen? Und damals, und die Kate, aber macht natürlich die Leute! Und da ich halt die Klappe, guck ihn dir an! Ja, ist okay! Hadrisch, guck dir von der Seite! Hadrisch! Wow. Alter! Vor allem, wie du noch ins ich hatte damals immer auf der Fluss gesagt: Hallo, sie da hinten! Halli, hallo, Hallöchen! Nicht achtlos vorüberlaufen, aber mal reinschauen! Einmal sich selbst überzeugen, dann ein paar Lose kaufen! Dann kam ich halt immer so von Hallihallo, Hallöchen, weil ich das damals schon immer gesagt habe. Dann kam ich irgendwie auf die Begrüßung damals wie am Tor. Nein! Vor 7 Jahren. Mit 11 ja. Lose verkauft. Ja. Wie mal Zeit für was Neues, Ricky, soll es verändern. Okay. Sowas wie. Kaum Banane! Frohe Bananentag euch allen, ich bin der Ricky Mania. Ich mach einfach nur. Konnichiwa! Bakas! Wow. GMK. Ich bin Ricky. Und jetzt nehmt erstmal eure Banane in die Hand. So, meine Freunde. Ich kann meine und, in die Hand und nehmen. Und dann die Bananen hoch. Banane hoch. Denn in Rest Deutschland ist sonst nichts los. Sag, oh mein Gott, wir haben das dem Maeve gefegt. Was? Maeve, okay, das mit dem spontanen Rappen, das üben wir nochmal, Ricky. Das ist schrecklich. Letztens, ich wurde letztens von Mock darauf angesprochen, dass ich doch wieder meine alte Begrüßung machen soll. Weil er Kawabanga scheiße findet. Nee, nicht von Diablo. Die von früher auf meinem alten Kanal, was der Kanal hier ist. Was war denn früher? Na, ich hab früher immer ganz schnell so Begrüßung. Hallo, herzlich willkommen zu blablabla. Das stimmt, ja. Richtig schnell runtergerattert, innerhalb von so 10 Sekunden alle Namen gesagt und so weiter und so fort. Ich mag das Kawabanga. Aber das ist ja so ein Mock-Ding. Er begrüßt ja immer so. Er will einfach nur, dass du so bist wie ihn. Ach, komm schon. Ja, wahrscheinlich. Das habe ich ja abgeschafft, weil... In einem Rocket League-Part, der Escher gesagt hat, wir brauchen auch was für dich, einen Spruch. Dann gesagt, Vielleicht wollte er auch einfach nur, dass du endlich von Escher loskommst. Dass du endlich verstehst, es ist vorbei. Ah. Okay. Da klopft jemand. Okay. Das hört man. Ja. Er ignoriert das. Das okay. Hört man nicht. Hat deine Mama dir Brötchen gebracht? Nein. Aber bei Ricky. Da hat klopf, der Ricky kurz gefreut. Hör auf zu klopfen. Ricky hat sich kurz gefreut, dass man von ihm abgewendet hat, diesen Spruch. Fully Wix gerade. Bei Ricky auch. Der Fully Wix gerade, hör auf. Ricky könnte das gerade richtig so auskosten, ja, dass er mal nicht der ist. Oh, herrlich. Heute ist der beste Tag meines Lebens. Fully Warum ist das der beste Tag deines Lebens? Lebens? Ah, Fully hat verpennt. Ja, toll. Und jetzt? Schon fast vergessen. Ja, siehst du, so schlimm. Und ich kann ihm nicht böse sein. Wir haben innerhalb. Ich glaube, da wäre mir niemand böse, wenn ich sage, wir haben ja, ich drei hab ganz Stunden kurz auf Fully gearbeitet. Das ist nicht wahr. Auf Fully drauf. Wir haben gar nicht, Leute, Termin war 21 Uhr. Ich habe bis 19 Uhr gearbeitet, was gegessen, mich kurz hingelegt und bin eingepennt. Schlimm, oh nein, oder? Er hat die Gale eingeräumt. Er hat Buden bewegt. Das mache ich jeden Abend beim Wichsen. Regale bewegen? Du bringst doch sonst noch Regale von guten Leuten, die Nudeln leer wollen. Ich wünschte, ich hätte nur Nudeln eingeräumt. Das war ein riesiger Holzschrank. Aber er hat Ravioli-Dosen eingeräumt, Alter. Nee. Oh, ich hätte gerne Ravioli-Dose jetzt. Ich hab eine. Und ich eine. Jeder Single hat eine Ravioli-Dose im Haus. Wow, wo seid ihr denn alle hin? Also ich bin nach vorne gefahren mit meinem hübschen Auto.
Wie ich ein bisschen herausstehe. Dreh mich um und dann ist er schon drin. So. Das lief nicht gut, aber wir fehlen noch. Das lief nicht gut. Ich würde sagen, das lief schon fast schlecht. Oh, Junge. Was ist los mit dir? Das Tor ist wieder frei, wo seid ihr denn alle hin? Wer hat mich denn da geschubst? Alter, wo seid ihr denn alle hin? Wer hat mich geschubst? Ich hätte ihn doch gekriegt. Ich wollte dann auf den Ball drauf zu fahren. Ach, der hat mich geschubst. Okay. Oh, Alter, Maeve, dieser Move. 2 Tore gemacht, wir verlieren trotzdem. Oh, nein! Ich wollte am Ende dann sagen, ha, wir haben wegen mir gewonnen, aber... Wir gewinnen ja auch noch wegen dir. Wir gewinnen ja auch noch wegen dir. Ich kann kein Rocket League, wusstet ihr das schon? Ich verstehe das Spiel ich hab's nicht. Ich hab's dir auch gekauft, als Dank dafür bist du zu meiner Aufnahmetermin nicht gekommen. Es tut mir immer noch schrecklich leid. Boah, weißt du, ihr seid alle... Wieso ihr? Das Schlimmste an Ricky ist erst so eine richtige Fotze, die dir ein schlechtes Gewissen einredet. Ja, es tut dir leid. Es tut dir sowas von leid. Aber er redet dir weiter ein schlechtes Gewissen ein. Oh, das ist so herrlich. Willkommen in meiner Welt, Fully. Ich habe mit den Typen jeden Tag zu tun. Maeve, hast du schon wieder 2 Videos rausgebracht? Nein, habe ich nicht. Gut. Lass ihn mal 2 Videos machen, wenn er 2 Nein, Videos macht. Nein, lass ihn will. 1 Video am Tag machen, der braucht Vorlauf. Nein, der macht 2, wenn er Bock drauf hat. Halt die Schnauze, du hast keine Ahnung. Ja, das ist kein Kanal. Doch. Die Leute in den Kommentaren haben Ricky recht gegeben. Sein Kanal ist auch nichts geworden. Die, Leute, also, die haben Ricky recht Tipps. Gegeben. Und die Weil die alle keine Ahnung und haben. Und die haben sogar geschrieben, dass es ihm wehtut, das zu sagen, aber sie geben Ricky recht. Das de- Ke- und Keggy, einer hat gesagt, Ricky ist ein Arschloch. Keggy, was ist besser? Kontinuierlich 1 Video am Tag oder mal 2 Videos am Tag und immer wieder eine Woche nix? Kontinuierlich 2 Videos am Tag. Ja, ja, aber er schafft es doch nicht. Ja, aber ich muss es doch mal schaffen. Ich muss halt mal den Arsch hochkriegen. Dann krieg ja, doch er kann es ja, ein, so viel ist das ja dann nicht. Dann krieg doch erstmal 1 Video am Tag hin und dann kannst ja, du noch 2 mal hochpushen. Ist da nicht sogar noch ein ganzes Projekt irgendwo auf deiner Platte, ja, das du noch schneiden musst? Und ich meine nicht GTA. Ach ja. Hast du nicht noch Minecraft? Ich meine war das nicht ich fast fertig? Ist ja. da nicht noch Minecraft Hardcore? Es ist auch fast. Es ist auch, ach, Ricky hat die Schnauze. Fertig. Es ist schon mal in der Dope reingezogen worden. Nein, es ist fertig. Naja, also er hat richtig was geschnitten, soweit ich mitgekriegt habe. Im Gegensatz hab. Zu GTA Short. Die habe ich nur reingezogen. Nee, das kommt nicht mehr. Das ist so tot wie der Kerl. Irgendwann mal, ne? Also Leute, wenn er die Arschloch kommt... Ich habe das Material schon gesichtet und mir schon ein paar Stellen rausgesucht. Ist, so tot ist der Keggy du so machst tot? Du machst auf der Keggy. Ich habe sogar im Stream mal eine 4 Minuten, ja, nicht 4 Minuten, so sag ich mal 60 Sekunden Preview gegeben. Was? Da habe ich das eine Stelle aus dem Video gezeigt. Langsam wird es schon so. Das wird schon so, das ist schon... Es wird schon langsam wenn zu sehr gehypt. Ich kann niemanden zufriedenstellen. Ja. Das ist so lange. Oberhyped jetzt, ich kann ja. niemanden mehr zufriedenstellen damit. Keggy? Hm? Ist das eigentlich schon... Also, was ist mit der Keggy? Der ist tot, habe ich doch schon mehrmals selbst gesagt. Also hörst du jetzt komplett so? Auf. Du hörst jetzt auf. Mit ja, habe ich schon mehrmals das gesagt. Das ist das Gleiche. Da sind viel zu hohe Erwartungen für viel zu wenig... Das bringt mir nichts, ein Video hochzuladen auf einem Kanal, wo kaum Leute noch unterwegs sind. Und die Leute, die dort unterwegs sind, sind auch die Leute, die den anderen Kanal verfolgen. Dann kann ich auch direkt dort alles hochladen. Kann ich denn den Kanal haben? Nein, darfst du nicht. Nein, Ricky. Wisst ihr, was ganz seltsam ist? Man kann ist? Immer fragen, oder? Wow. Ich krieg wieder Gamescom-Karten endlich. Ich habe ja auch eine Zeit lang, einen zweiten Kanal. Der muss auch ein Video dort hochladen, ne? Ist mir egal, dann lade ich da einen Blog hoch. Scheißegal. Der kommt zwar erst im Dezember, aber ist egal. Ja, wie bringe ich denn? Ist mir doch egal. Dann bringe ich den Vlog, ne? Sag ich, hallo, ich bin der neue Keggy. Wir haben ein bisschen zugenommen. Der neue Keggy. Der neue Keggy. Aber der Vlog kommt dann auch irgendwie ein halbes Jahr später, oder? Ja. Ich bringe ihn auf jeden Fall da und dann, ich brauche nur die Karten. Geht er noch rein? Okay? Nein. Ich brauche nur die Karten von deinem Kanal. Du hast ja, du kriegst ja quasi Karten. Du wärst... Ricky, ist natürlich hin. Ich hab letztes Jahr kein Video gemacht. Vor allem, du wärst mega beliebt, Ricky, wenn du auf einmal auf einem anderen Kanal dann so. Ja, einen anderen Kanal die werden dich alle lieben. Ich glaube, da würdest du richtig schön. Das würde den Kanal richtig töten. Ich würde direkt Windbreaker starten. Wisst ihr, was richtig ist? Wow. Oh. Oh nein. Oh. Wir haben wegen Fully verloren. Ich hab ja nur Hey, ich kann nicht spielen. Ich hab nie was anderes behauptet. Guck mal, wie hoffnungslos ich mich noch im Weg gestellt habe. Nein, nicht, aber... Ja, du bist scheiße, Maeve. Nice. Oh. Aber jetzt kann ich nicht sagen, wir haben gewonnen wegen mir, aber ich kann sagen, wir haben verloren wegen euch. das macht mich auch zufrieden. Das macht sich aus. Pass auf, jetzt mach ich mal den Maeve. Wie lange geht denn der Part noch? Da geht noch ein Spiel. Es geht immer 2 Spiele lang, Ricky. Das weißt du doch. Bist du das erste Mal dabei? Was ist los mit dir? Aber zu toten Kanälen.
Wisst ihr, was irgendwie voll seltsam ist? Ich hatte ja auch, also ich habe ja auch die ganze Zeit Fulltime-Plays irgendwie mal betrieben. Und der ist ja jetzt schon seit, der ist jetzt seit einem halben Jahr tot. Also ich habe seit einem halben Jahr nichts gemacht. Und ich habe in die Analytics reingeguckt und der läuft besser denn je. Aus irgendeinem Grund. Der hat voll die guten. Ja, das ist sowieso immer du verlinkt hast und dann dieses, auch keiner besser denn je läuft. Dieses komische das Phänomen, dass wenn man irgendwie inaktiv ist, dass auf einmal plötzlich alles ansteigt. Das ist bei mir auch mal so, wenn ich plötzlich irgendwie eine Woche oder so kein Video hochlade, dann steigt irgendwie alles schneller auf, als wenn ich in dieser Woche 3 Videos hochgeladen habe. Ja, weil die Leute dann vergessen, dich zu deabonnieren. Ach so, das stimmt. Das ist halt echt so, die Leute sehen dein Video und denken sich so, oh, ja, aber es ist ja nicht nur abonnentenmäßig, ich meine ja auch klickmäßig. Ja, dann denken die Leute sich so, ach guck mal, ich hab jetzt Bock, ein altes Video zum Kegel zu gucken und dann gucken sie sich das für eine Playlist an. Das mache ich halt zum Beispiel auch. Guckst du mal meine alten Videos an? Ja, ich guck mal halt Kegel-Playlists von der also Kegel. Geile Mann, 3000. Ich oute mich jetzt hier als großer Kegel-Fan, ne? Ich bin auch ein großer Kegel-Fan, wir haben was gemeinsam. Ich bin mittlerweile so großer Kegel-Fan, wie ich früher. Kegel ist das falsche Tor. Ja, ich weiß, wo Keggy wohnt. Ich auch. Weißt du nicht, Reggie? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Was ist los mit dir, Fully? Tut mir leid. Was ist? Ich bin auf jeden Fall mittlerweile so ein großer Keggy-Fan, wie ich früher Wollo-Fan war. Du warst Wollo-Fan? Du warst Wollo-Fan? Ja. Warst du neidisch auf... Nein. Auf wen? Nein, sag ich nicht. Sag es hier. Nein. Ja. Nein. Du warst neidisch auf Cornel? Nein. Weil er immer was mit Wollo gemacht hat, mit dir nicht? Ich wollte ja damals immer dabei sein bei TTT. Das hat ja dann auch immer geklappt. Und irgendwann bin ich dann... Und jetzt bin ich hier und ich will eigentlich gar nicht sein. Da, wo er dabei war bei TTT, war ich auch dabei und ich wurde angekündigt und er nicht. Und ich hatte nicht mal einen Kanal. Du hast gesagt, kein Kanal? Ich hatte keinen Kanal zu der Zeit, glaube ich. Was machen wir da gerade? Schön. Ja, gib mir die Yes! Nice! Oh, ich hab Punkte. Aber wenn ich daran so zurückdenke, das ist mir so peinlich. Hallo, mögt ihr MK? Oh Gott. Warum war ich damals eigentlich so ein Vollidiot? Damals? Ich wusste, dass das kommt. Ich habe mich jetzt auch gefragt, was meinst du mit damals? Das war aber eine riesige Vorlage. Du konntest ja auch nicht sitzen lassen auf dich. Nee. Du sag mal, Keggy. Ich hab ihn. Alter. Sind deine Haare eigentlich immer noch so lang? Nee, ich hab eigentlich eine Glatze und ich dachte eine Perücke. Und zwar von Fullis Bart. Arbeitet ja auf Fullis. Du hattest doch auch schon mal ganz kurze Haare gehabt, oder nicht, ne? Was? Ja, ich bin tatsächlich mit kurzen Haaren geboren, Ricky. Ich bin nicht mit langen Haaren geboren auf dem Kopf. Nein, das meine ich, du hattest auch schon mal so, wo du noch diese rosa Wand hattest, hattest du da auch noch kurze Haare, oder? Das war eine lila Wand. Die war rot. Die war lila. Nein, das war dunkelrosa. Das war ein Windows 10 lila. Nein, das ich war weiß weder welche lila noch welche rosa Wand ihr meint. Da, wo die Gitarre Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da hatte ich halt eine lila Wand gehabt. Eine rosa Wand. Vor der hab ich mal gestreamt. Die war doch nicht rosa. Digga. War nicht rosa. Digga, meine Verlosung war auch, hatte die gleiche Farbe. Das war auch dunkelrosa. Nein, war sie nicht. Doch. Was du hast keine Ahnung, was ein rosa ist. Deine Mutter ist rosa. Das ergab keinen Sinn. Wieso ist deine Mama nicht? Wusstet ihr, da haben wir gerade über Keggys Mutter reden. Wusstet ihr, dass die kann gut kochen. Es tut mir irgendwie leid, wie ich auf das Thema gekommen bin. Aber wusstet ihr, dass jetzt Schweine gezüchtet wurden mit menschlichen Organen? Was? Es wurden jetzt Schweine gezüchtet mit menschlichen, oder es wird zumindest sagen, gearbeitet. Du hast viel zu viel Zeit auf Arbeit, ey. Schweine gezüchtet mit menschlichen Organen, sodass man als Organspender einfach diese Schweine nehmen kann. Ja, wusstest du, dass wir mit Schweinen irgendwie 99% identische Gene oder sowas haben? Ja, deswegen machen die. Das ist jetzt nichts Neues. Nein, deswegen machen sie ja die. Und deswegen sie haben das halt so gemacht, dass die jetzt auch richtig die Organe haben, wie Menschen. Das wird nicht funktionieren. Doch, Jim, was funktioniert? Dann kannst du einfach ein Schwein schlachten, kannst es essen und kannst die Organe haben. Und du bist der Erste, der das schon gemacht hat und das Gehirn genommen hat. Oh! Wir sind ja Kannibale mit den ganzen Bacon-Burgern. Ja, das stimmt. Aber das ist ja lieber scheißegal. Ja, was ist, wenn ein Mensch wie Schwein schmeckt?
Ricky Russell, das Mensch wie Bacon. Dann schmeckt das, dann schmeckt der Mensch nicht mehr richtig premiummäßig. Ganz ehrlich, das wäre mir so egal. Sogar finde ich Schwein gar nicht. Wenn ich Tiere essen kann, kann ich auch Menschen essen. Ich nicht. Das hatten wir doch irgendwo schon mal. Das hatten wir schon mal irgendwo geklickt, das Thema. Ob man Menschen essen würde oder ein Tier. Aber gibt's, ob man Menschen so essen, also Menschen zubereitet essen würde oder ein Tier mit Haaren. Das aber gibt's nicht irgendwie einen Abwehrmechanismus im Fleisch des Menschen mit Dingen zum Stoff, dass man dann quasi ein bisschen verrückt wird, als wenn man das als Mensch isst, also dass Kannibalismus nicht normalerweise funktionieren sollte? Keine Ahnung. Das das wird auf jeden Fall in ziemlich vielen Filmen diskutiert, ja. Okay. Aber ob das so eine Hollywood-Geschichte ist? Man kann es ja mal testen. Ich weiß es nicht. Würde aber Sinn ergeben, wenn es irgendwie so einen Mechanismus gäbe, dass du abgeneigt bist, eigentlich die so richtig abgeneigt bist, deine eigene Spezies zu verstehen. Ich sag mal so, das Tiere, ist auch wie beim normalen Fleisch. Richtig gewürzt, schmeckt alles gut. Ja, hast du einen Punkt, wenn ne? Wenn du Schweinefleisch isst, oder Rindfleisch, wie auch immer. Dann würdest du es ja auch. Dann schmeckt es auch ungewürzt richtig scheiße. Ich muss mal wieder, würdest du Airparts machen? Kiki, du bist herzlich eingeladen. Nice. Du bist pervers genug für so eine Party. Ich auch. Oh, nein! Spielen wir dabei Trackmania? Wow. Ganz ehrlich, ich würde. Ich meine, warum nicht? Wenn es jetzt, wenn es um mein Überlegen geht, meine Tube Ketchup, warum nicht? Hauptsache, nein. Das ist so, Ricky. Also ja. So, wenn du musst gar nicht Fleisch essen zum Überleben. Deshalb brauchst du auch keinen Menschen zu essen. Wenn du keinen Rind und keinen Schwein hast. Ja, aber stell dir mal vor, es gibt keine Pflanzen mehr. Keine Pflanzen. Ricky, ich glaub dir das nicht. Wenn es hart auf hart kommt, würdest du keinen Menschen essen. Du musst ja den Menschen auch noch töten, ne? Ja und? Nee, auch wenn er eine Leiche wäre. Was ist, wenn du zum Beispiel einen Flugzeugabsturz oder so? Ich hab den Schrank geklaut. Flugzeugabsturz? Was? Ein Mensch geht unter den Schrank geklaut. Wow. Wenn du jetzt verstehen musst, dann muss Little League bei mir gucken noch. Wow. Oh Mann. Nein, ich habe niemanden ermordet unter seinen Schrank geklaut. Nur ein bisschen. Ich denke mal, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen. Also wenn man so, weiß nicht. Wo ich dann jemanden umbringe und den Schrank klaue? Nein, wenn du zum Beispiel, sag ich mal, in einem Raum eingesperrt bist mit einer Person. Und diese Person ist, sag ich mal, lebt zwar noch, aber ist, sag ich mal, irgendwie unter Drogen, dass sie halt nicht aufgewacht ist oder dass sie nicht wach ist, dass sie bewusstlos ist. Und du bist da jetzt irgendwie in einem Raum eingesperrt für mehrere Tage und irgendwann kommt doch bestimmt dieser Trieb, oder? Dass man dann Hunger bekommt, also du hast gar nichts anderes zu essen, nur diesen Menschen, der vor dir liegt. Wird man dann ihn essen oder nicht? Ja. Oder wird man einfach verhungern? Ja. Das ist so eine Sache, je nachdem, ne, wie du psychisch einfach tickst. Ja, du wirst in diesem Raum psychisch sterben, wenn du dort du wirst eine Woche lang dort eingesperrt bist, ja, klar, ganz alleine, ohne gar nichts. Klar, du bist komplett kaputt im Kopf, aber ob du dann wirklich anfängst, einen Menschen zu essen, ist immer so eine Sache. Das ist so einfach kannst du nicht sagen. Das ist wunderbar, wir merken uns mal diese Sache und werden das mal ausführlich in einem weiteren Rocket Wir werden das sprechen. Ausführlich probieren, kosten einen Menschen. Wir werden es ausführlich reden probieren, darüber, genau. Ob es geschmeckt hat. Also, meine Freunde, falls ihr mal sterben wollt und euch... eine gute Kelle von Menschen... Meine Freunde, falls ihr saftig seid, nicht zu sehr fett, nicht zu sehr dürrig, meldet euch unter folgendem Nummer. 01767676766. Vor allem die Frage ist, wie lecker wären wir dann? Ich wär ziemlich fettig, ne? Das ist nicht so lecker, ne? Aber so ein Keggy? So ein Keggy hat wahrscheinlich das. Ja, aber bei Keggy ist ja nicht die perfekte Konstanz, ne? So. Nee, Keggy hätte so das klein bisschen Premium-Fleisch. Oh, das ist ja nicht schlimm, dass er hässlich ist. Wir machen natürlich nur Witze, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Findet ihr nicht hässlich?